herzlich willkommen zu unserer Präsentation über Elektroauto oder Benzin. Was ist besser für die Umwelt? Hey Joe, wenn ich groß bin, dann will ich Lamborghini haben. Aber Sergej, Tesla ist doch viel besser und Elektromotoren. So, was streitet ihr denn da? Ich erkläre euch mal was Besseres. Kommen wir zum Benzinmotor. 1885 das erste Automobil, der erste von Carl Benz entwickelte stationäre Benzinmotor, ist 1879 zum ersten Mal, hat es zum ersten Mal gelaufen. So, die Geschichte des Elektroautos. Wir kamen Mitte des 19. Jahrhunderts, vermutlich zwischen 1832 und 1839, entwickelte der schottische Erfinder Robert Anderson in Aberdeen das erste Elektrofahrzeug. Das erste bekannte deutsche Elektroauto war der Flocken Elektrowagen von 1888. Hier fertigte die Maschinenfabrik A. Flocken in Coburg. Diese vierrädrige Elektrokutsche war vermutlich der weltweit erste elektrisch angetriebene Personenkraftwagen. Etwa zeitgleich konstruierten die Russen Lavochkov und Romanov erste Dampfkraftwagen, aber noch vor den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, die ab ca. 1910 als Basis der Automobil gehalten waren. Aber es haben auch beide Nachteile zum Benzinmotor. Benzinmotoren haben einen hohen Feinstaub- und CO2-Ausstoß und die Benzinpreise sind teuer. Die Nachteile der Elektroautos oder Motoren besser gesagt sind, dass man die Motoren sehr schlecht recyceln kann und die Stoffe, aus denen die Elektromotoren bestehen, sind sehr zeitaufwendig für die Wirtschaft und es wird ein hoher CO2-Ausstoß durch die Maschinen, die dafür benötigt werden, verbraucht. Aber es haben auch beide Vorteile, zum Beispiel der Benzinmotor. Beide Technologie zur Vermeidung schädlicher Stickoxide hat der herkömmliche Benzinmotor gegenüber diesen Motoren die Nase vorn. Aber auch Elektromotoren haben Vorteile, wie zum Beispiel, dass es weniger CO2-Ausstoß hat. Es wissen wir nicht, aber mal sehen. Tesla ist vielleicht jetzt gerade besser, aber in mehreren Jahren wird es nicht besser sein. Und?